Da ist er wieder, unser Lieblings-Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood. Schlappe 31 Jahre nach Monkey Island 2 ist jetzt Ron Gilberts neues Adventure Return to Monkey Island erschienen. Wir haben es auch gleich mehrfach durchgespielt, aber keine Sorge, unser Testvideo ist so spoilerfrei, wie es bei einem Adventure-Testvideo nur geht. Unsere Szenen jenseits dieses Release-Trailers stammen alle aus einer frühen Spielphase und wir verraten auch keine Story-Details oder komplette Rätsellösungen. Mit Return to Monkey Island will Erfinder Ron Gilbert die Story seiner ersten beiden Serienteile endlich richtig abschließen und zugleich die anderen Nachfolger irgendwie auch noch als Teil seiner Erzählwelt bestehen lassen. Das klang vor der Veröffentlichung nach einer schier unlösbaren Aufgabe, doch Gilbert hat das Rätsel gelöst und eine geniale und zugleich elegante Lösung gefunden. So ist Return to Monkey Island sowohl ein toller Abschluss der Reihe als auch eine gelungene Fortsetzung. Aber jetzt erstmal alles auf Anfang. Damals, 1990, haben wir Secret of Monkey Island in Pixelgrafik und ohne Sprachausgabe gespielt. Beim Rätsel mussten wir Verben mit Substantiven kombinieren. Wir hatten ja sonst nichts. Und so sieht Return to Monkey Island in derselben Piratenstadt aus. Handgemalte Grafik, kontextsensitive ganze Sätze und natürlich Sprachausgabe. Zu den Sprechern kommen wir gleich noch, wir bleiben erstmal bei der Grafik. Denn der Grafikstil stieß bei der ersten Präsentation auf ein, nun ja, gemischtes Echo. Vor allem die mal langgezogenen, mal kantigen Gesichter kamen nicht gut an. Das ging mir übrigens ganz genauso, aber ich kann mittlerweile auch keine Pixelgrafik mehr sehen. Und nach ein paar Minuten hat mir der neue Look von Guybrush & Co. gut gefallen. Das hören wir auch von vielen anderen Spielern. Auf Steam kommt der Titel aktuell sehr gut an. Aber klar, die Grafik ist am Ende auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und das Spiel sieht in Bewegung auch deutlich besser aus als auf starren Bildern. Es gibt viele Atmosphäre-Details wie Kerzen, Laternen und Nebel und die Farbgebung ist klasse. Zudem haben die Entwickler jede Menge kleiner Animationen und natürlich die fast schon obligatorischen Easter Eggs in die Umgebungen eingebaut. Auch die sehr dynamische Kamera mit schönen Perspektivwechseln trägt viel zur Optik bei. Return to Monkey Island spielt sich angenehm fluffig, ohne Leerlauf, wirkt aber nie unruhig oder gar hektisch. Hey, what is it? Bei den Stimmen haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute. Die englischen Sprecher sind klasse und es sind viele aus dem dritten Serienteil Der Fluch von Monkey Island und aus den Special Editions der ersten beiden Spiele dabei. Allen voran Dominic Amato als Guybrush. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Auch seine Gattin Elaine hat dieselbe englische Sprecherin wie schon seit 1997, nämlich Alexandra Boyd. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. LeChucks alter Sprecher ist allerdings im Bösewicht-Sprecher-Ruhestand. Er wurde durch Jess Harnell aus Tales of Monkey Island ersetzt, der aber auch gut böse spricht. Associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Und jetzt leider die schlechte Nachricht. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe, nur geschriebene Texte. Die sind grundsätzlich gut übersetzt, aber längst nicht so auf dem Punkt wie damals die legendäre deutsche Fassung von Boris Schneider. Die Story rund um Guybrushs Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island beginnt in derselben Stadt wie damals der erste Serienteil. Allerdings ist die mittlerweile ziemlich runtergewirtschaftet, die Hälfte der Läden hat dicht gemacht oder verramscht ihre Angebote. Return to Monkey Island schafft das Kunststück, einen hohen Wiedererkennungswert zu erzeugen, ohne die Orte einfach eins zu eins nachzubauen. Und die wohl hibbeligste Figur der Adventure-Historie sitzt sogar hinter Gittern. Hey, Stan! Hello there, son! Gebrauchtschiffverkäufer Stan hat es bei seinen fragwürdigen Geschäften offenbar etwas übertrieben. Ob wir ihn da rauspauken können? Die drei Piratenanführer von damals sind verschwunden. Statt der strengen Prüfer hocken da plötzlich drei andere zwielichtige Gestalten in unserer Stammbar namens Scumbar. Aber die ursprünglichen drei Piratenbosse tauchen etwas später auch auf und wir können mit ihnen plaudern. Wer sich in Return to Monkey Island Zeit nimmt und alle Dialogoptionen ausprobiert, erfährt viel über die skurrilen Bewohner der Pirateninseln und die Besonderheiten der Welt. Es gibt sogar einen Extended Writer's Cut, den ihr optional einschalten könnt, dann bekommt ihr noch mehr Dialoge. Und dann gibt's noch solche Zwischensequenzen, was gerade alles so parallel passiert. Insgesamt wird die Story auch dadurch flott präsentiert, ohne hektisch zu werden. Return to Monkey Island hat wie gesagt einen sehr angenehmen Flow. Monkey Blood, Mint, and
an annoying skull. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads. Ach, der dreiköpfige Affe. Der Spruch darf natürlich nicht fehlen. Generell wimmelt Ron Gilberts neues Adventure nur so von Anspielungen auf die früheren Serienteile. Wir finden sogar Quizkarten mit Fragen zu allen Spielen der Reihe. Hier ein Beispiel für die Insider-Witze. An dieser Felskante mahnt Guybrush zu Vorsicht. Wer die alten Spiele nicht kennt, verpasst den Gag. Denn im Seriendebüt The Secret of Monkey Island ist Guybrush damals in den Tod gestürzt. Naja, nicht ganz, denn das war ein Seitenhieb auf Sierras King's Quest-Reihe, in der man wirklich alle Nase lang den Bildschirmtod erleidet. Bei Monkey Island konnte man hier einfach weiterspielen. Auch diese Szene ist eine Reminiszenz an den ersten Serienteil. Guybrush kann 8 Minuten lang die Luft anhalten. Eigentlich sind es sogar 10, aber das will ihm im neuen Spiel eh keiner so richtig glauben, also startet der Timer rechts oben bei 8 Minuten. Und so war das 1990. Nach 10 Minuten unter Wasser läuft Guybrush erst bläulich an und ertrinkt schließlich. Wir haben das im neuen Spiel auch mal probiert und das verraten wir euch nicht wegen Spoilerei und so. Die geballte Ladung Nostalgie gibt's hier im Museum, in dem lauter Erinnerungsstücke ausgestellt sind. Allerdings erzählt der Kurator immer eine ganz andere Geschichte dazu, als Guybrush und wir sie erlebt haben. Wer die Vorgänger nicht kennt, wird auch hier oft mit den Schultern zucken und viele Insider-Witze nicht kapieren. Netterweise enthält Return to Monkey Island ein schön gemachtes Sammelalbum, das die wichtigsten Ereignisse, Personen und Orte der Vorgängerspiele illustriert und beschreibt. Das hilft auch Monkey Island-Veteranen auf die Sprünge, die manche Szene wieder vergessen haben. Ey, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Allerdings ist das Buch kein Ersatz dafür, die alten Klassiker gespielt zu haben, und es liefert auch keine Antworten für die optionalen Quizkarten. Das Adventure führt euch über mehrere Inseln. Davon kennt ihr welche von früher, etwa hier Malay Island und natürlich Monkey Island. Ihr erkundet aber auch ganz neue Inseln. Der Grafikstil ist auch hier konsequent durchgezogen. Neben den Inseln mit mehreren Schauplätzen gibt's ganz kleine, überschaubare Szenerien wie hier die Kajüte, aus der wir entkommen sollen. Das sorgt für Abwechslung im Spielfluss. Hier seht ihr auch gut, wie das kontextsensitive Interface funktioniert, das ihr mit beiden Maustasten bedient. Anders als früher könnt ihr unlogische oder unmögliche Verb-Objekt-Kombinationen gar nicht erst ausprobieren. Das macht die Rätsel weniger knackig als früher und für Profis zu einfach, aber sie sind keineswegs zu seicht. Wer lieber weniger rätseln will, kann zu Spielbeginn aber sogar einen leichteren Schwierigkeitsgrad auswählen. Aber das ist dann wie Currywurst essen ohne Curry. Grundsätzlich gibt's 3 Arten von Rätseln. Erstens, Leuten zuhören und Schilder, Zettel, Tafeln und so weiter lesen, um Hinweise und Infos zu ergattern, mit denen ihr dann solche Multiple-Choice-Dialoge knackt. Ach ja, hier geben wir natürlich absichtlich ganz spoilerfrei falsche Antworten. Oder sind es doch die richtigen, damit ihr nicht wisst, welche falsch sind? Oder sind sie sogar richtig falsch? Ach, egal. Rätseltyp Nummer 2 ist das Kombinieren verschiedener Inventarobjekte. Hier ein simples Beispiel aus den ersten Spielminuten. Lecker. Und dann gibt's noch den Rätseltyp Interaktion mit euren Inventarobjekten und der Umwelt. Die anderen Gegenstände im Inventar haben wir mit einem speziellen ASF absichtlich unkenntlich gemacht. Während ihr noch überlegt, was ein ASF ist, demonstrieren wir schon mal die praktische Highlight-Funktion. Mit der Tab-Taste umkringelt das Spiel automatisch alle Stellen, Objekte und Personen, mit denen ihr interagieren könnt. Wer lieber wie anno 1990 den ganzen Bildschirm mit der Maustaste abscannen will, kann die Tab-Taste ja wortwörtlich links liegen lassen. Ach ja, ASF ist einfach die Abkürzung für Anti-Spoiler-Filter. Auch die automatische To-Do-Liste ist praktisch. Gerade wenn man mal länger nicht gespielt hat oder mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen sind. Adventure-Puristen, die sowas nicht nötig haben, machen die Liste einfach nicht auf. Und dann gibt's da noch das Hinweisbuch, mit dem ihr mehrstufig Rätseltipps freischaltet, die immer konkreter werden. Aber das braucht ihr bestimmt nicht. Und falls doch, würdet ihr es sowieso nicht zugeben. Es gibt auch noch eine andere, sehr charmant gestaltete Rückblicksfunktion, aber die wollen wir hier auch nicht spoilern. Sprechen wir stattdessen lieber nochmal über die Quizkarten, die in diesem Quizbuch landen und durchaus knifflige Multiple-Choice-Fragen zu Return of Monkey Island und den anderen Serienteilen stellen. Ideal für Spieler, die auch bei Details genau hinschauen und ein super Gedächtnis haben. Dafür gibt's dann ein schönes Achievement. Fassen wir mal zusammen. Return to Monkey Island ist ein toller Nostalgietrip geworden. Die skurrilen, liebgewonnenen Typen sehen zwar etwas anders aus als früher, sind aber sofort wiederzuerkennen. Zumal die Serie ja im Laufe der Jahre auch vorher schon mehrmals den Stil gewechselt hatte.
Unser einziger Kritikpunkt bei der Präsentation ist deshalb die fehlende deutsche Sprachausgabe. Spielerisch sind die Rätsel zwar weniger knackig als früher, dafür aber auch nicht so übertrieben abgedreht. Und zu einfach ist Return to Monkey Island trotz moderner Bedienung auch nicht. Stattdessen gibt es hier einen sehr angenehmen Spielfluss aus Entdecken, Quatschen und Knobeln. Je nach eurer Spielweise könnt ihr dabei mit 8 bis 12 Stunden Spielzeit rechnen. Return to Monkey Island jongliert dabei sehr viel mit Anspielungen und Insiderwissen. Wer die alten Spiele nicht kennt, erlebt zwar immer noch ein gutes und witziges Adventure, aber so richtig funkt es erst mit dem Vorwissen aus den Klassikern. Aber die kann man ja auch immer noch gut nachholen. In der Special Edition von Monkey Island 1 und 2 könnt ihr dabei sogar zur alten Pixeloptik wechseln und die Version hat anders als die Originalspiele sogar eine Vertonung. Lohnt sich also immer noch. So, das war unser spoilerfreies Testvideo. Und ich habe nicht mal verraten, dass am Schluss alle sterben.